An, Ton aus, Ton an, Musik an, Musik an. Jetzt geht los gleich, einen Augenblick noch. Wir hatten leichte technische Schwierigkeiten, dann den großartigen Verein von Twitch. Wir sind gleich da. Ich muss noch einmal kurz noch alles durchchecken. Und dann geht das gleich los. So, das ist hier, das ist hier. Richtig belangt werden kann heute. So. Da, 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 da. So, mal gucken. Da sind wir. Ach, servus, hey. Heiner und herzlich willkommen. Ihr habt den Stream noch auf, ne? Wenn nicht, einfach mal mir dann Bescheid sagen, was mit dem Stream ist. Und so weiter. Wir haben leider keinen Qualitätsbutton. Jetzt haben wir einen Quelle-Button. Ich check's nicht. Habt ihr jetzt einen Quelle-Button? Also könnt ihr unten rechts unter dem Stream, könnt ihr da auswählen, in welcher Qualität ihr das haben wollt? Ich muss gerade Twitch essen. Auf dem Zahnrad draufklicken bitte einmal und dann, Paul, danke dir für dein Follow, willkommen hier. Ja, können wir auch. Okay, wir lassen es jetzt einfach so. Ich werde morgen noch ein bisschen rumexperimentieren, aber jetzt lassen wir das erstmal so. So, herzlich willkommen, viel Spaß hier meinerseits und wir sahen sehr, sehr viele heute dabei. Hier guckt ihr das an, das explodiert fast. Wenn es heute etwas chaotisch ist, dann einfach, ein Auge zudrücken, weil es ist halt jetzt unglaublich viele Leute mit dabei. Das muss koordiniert werden und das wird alles richtig chaotisch ablaufen heute, weil das... Ich will nicht sagen, Ralf, danke dir für dein Follow. Ich will nicht sagen, dass es Neuland für uns ist, aber das ist halt alles etwas komplizierter. Ne? Und der Fendt, auch dir Dankeschön. Alles klar. Damit habe ich die Anmoderation gemacht. Was liegt denn heute an? Ist überhaupt noch irgendwas frei hier? Und jetzt habe ich der Anmoderation gemacht und ich muss noch einmal kurz euch ausblenden. Ich muss mich nämlich noch als Admin anmelden. So. Und da sind wir wieder mit Bild. Oh, 1,3 Millionen, richtig geil. Yeah. Das Lied heißt Midnight Radio, irgendwie sowas. Daher, dass wir so viel Geld haben. Ich habe gerade ein bisschen gerechnet. Okay. Wir könnten theoretisch Feld 1 bis 5, also die komplette obere Ecke hier oben, kaufen. Gucken. Das würde insgesamt 816.000 Euro kosten. Okay. Daher, dass wir gerade so wenig Sachen frei haben, könnten wir dann immer noch Fahrzeuge kaufen und dann hier oben bearbeiten. Lass mal Feld 1 und 2 kaufen, bin ich bei dir auf jeden Fall. Und den Rest holen wir uns dann erstmal Fahrzeuge. John Deere ist frei. Manchmal. Okay, dann ich fahre dann. Oder soll ich kaufen? Meine Tastatur funktioniert nicht. Ja, dann kaufe ich sie. Warte. Habe ich das nicht gestartet? Jetzt sehen die meinen Desktop, oh nein! Jetzt sehe ich gleich den Desktop. Ja, jetzt? Ja, jetzt funktioniert's. So, irgendein Fahrzeug ist frei, der John Deere sagst du, okay. Das Fahrzeug, das erste Feld hast du schon gekauft, ne? Dann fahr ich hoch. Feld 2 ist hier auch. Ach, Feld 2 ist hier schon, okay. So. Kaufen, sehr schön. Mein Desktop online! Bei wem war das? Das war nicht bei mir, ne? Nee. Gut. Ich habe heute ein neues Setup. Deswegen kann sein, dass irgendwann mitten im Stream halt irgendeine Scheiße passiert. Ich bin auch leicht aufgeregt, weil jetzt das Ganze über zwei Rechner läuft, nicht mehr über einen. Und es ist alles noch nicht suboptimal eingestellt. Ne? Genau, wir machen jetzt erstmal eine kurze Arbeitseinteilung, dass die Leute halt hier ans Arbeiten kommen. Und dann kann ich mich bei irgendwas mit einklinken, denke ich mal. Das wäre am einfachsten. Gut, alles ist reif. Das heißt, ihr könnt rein theoretisch eigentlich mit allem loslegen, was ihr machen wollt. Wieder da. Baby. Ich würde gerne Rüben
nehmen. Dann Feld 2 wegmachen. Kann abfahren. Ich würde auch abfahren. Ich auch. Nehmen die beiden die dann hier. Wir haben. Bei du vor. Na gut, dann fahr ich vor. Habt ihr, was ist noch 47,50 drauf? Raps, okay. Raps. Wie viele Drescher haben wir? Zwei, ne? Zwei. Drei? Zwei? Zwei. Dann lass uns mal auf jeden Fall noch einen weiteren Drescher holen. So, nimm mal. Jo. So, der Drescher steht beim Händler. Der ist. Ich fahr ganz links durch. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Wenn du nichts siehst, drück mal F5 oder lad mal komplett die ganze Seite neu am besten. Das ist noch hilfreich. Das ist noch besser. Jetzt alles so eng. Dip, 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 dip. So. Prost. Kannst du dir Namen merken? Prinzipiell ja, also nicht. Wenn du häufiger hier bist. Das kann jetzt erstmal dauern. Irgendwas zu machen. Ein großer ist noch da. Florian, danke dir. Und auch liebe Grüße an dich. Jonas, fährst du zu Timo? Jo. So, okay. Wie sieht's denn mit der BGA aus? Bierchen. Lass mal das einstellen. Das ist Energy. Hat auf manche vielleicht den gleichen Effekt, ne? Manchmal. Bye bye, gut, dass du da warst. So, okay. Das heißt, BGA ist leer, wenn ich das richtig sehe, oder so ziemlich, ne? Müsste gleich einer vielleicht den Jakob mal gleich reinziehen. Der Yamcraft, ja, sehr schön. Das ist doch ein Name, der mir auf jeden Fall richtig bekannt vorkommt. Ja. Drescher. Habt ihr alle Drescher besetzt? Ich hab den vom Shop. Alles klar, wunderbar. Florian. Alles klar. Ein Abfahrer ist bei Jöns, ne? Gut. Du hast diese Monstermaschine, ne? Mhm. Okay. Und die restlichen. Mach mal zwei Abfahrer zu dir da hoch. Wer ist denn alles Abfahrer jetzt hier? Schreib mal in den Chat rein mit einem Plus. Wir werden diese Map bis zum LS17 spielen. Also ich glaube, nochmal wechseln macht eigentlich keinen Sinn. Wirst nichts mehr erreichen auf der neuen Map bis zur LS17. Und ich denke mal, sobald der 17er kommt, ist sowieso das hier alles gegessen und wir werden alle 17 spielen. Von daher denke ich mal, ist das besser so. Das heißt, vielleicht kriegen wir dann doch alle Felder hier mal. Der Jona und der Junior. Okay, wer ist bei Jöns? Jemand. Ja, einer von euch sollte dann vielleicht da hochfahren. Einer. Ich bin bei Freezy. Freezing LP. Ich dresch. Ja, nee, ich fahr bei dir ab, meine ich. Okay. Irgendwer kann sich ja den Jontier schnappen, den habe ich nicht gerade freigemacht. Ja, weißt du was? Dann werde ich dich abfahren. Was hältst du davon? Nein. Aber ich habe keinen. Der war mal frei, ne? Ich nehme den MLT-Truck. Soll ich auch mit Simon? Ich gehe Gülle grubbern. Ja, das ist eine gute Idee. Oder auf jeden Fall schon mal grubbern oder Felder neu besehen. Sollen wir uns noch einen weiteren Hänger kaufen? Weil wir haben keinen Hänger mehr, glaube ich. Wäre das sinnvoll. Ich fahre dann mal eben zum Hof runter. Zum Händler runter. Man sieht den Chat nicht mehr. Ja, da hast du vollkommen recht. Wieso sieht man den Chat nicht mehr? Muss ich nach dem Stream mal checken. Da hast du vollkommen recht. Obwohl, der ist aktiviert. Ich sehe den ja hier. Also den. Bitte Chat. Ich kann es probieren. Warte mal. Ich kann es ja mal probieren. Hier. Dann schreibt mal jetzt die ganze Zeit was. Und dann geht das.
Schuss, aber ich verstehe das nicht. Ich habe auch jetzt gar nicht gesehen, ob in letzter Zeit Followers reingekommen sind. Da muss ich auch nachgucken noch. Followers. Ah, die sieht man auch nicht, ne? Nee. Das ist ärgerlich. Obwohl doch, vorhin hat man die Followers. Vorhin hat man die gesehen, auf jeden Fall, ja. Wo ist jetzt das hier? Das Tool brauche ich hier. Upp. Ein Desktop von Leo. So, nochmal. Das hier aus an, das hier aus an. Ich sehe mal noch nichts, ne? Nee. Komisch. Puh, nee. Müssen wir nach dem Stream schauen. Kriege ich jetzt so auf die Schnelle nicht hin. Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall an bei mir. Keine Ahnung. Aber es ist scheiße, dann sieht man die anderen Alerts auch nicht. Ich will den Stream aber jetzt aber auch nicht neu starten schon wieder. Keine Ahnung. Ansonsten, wir lesen ja den Chat sowieso. Da muss er ja nicht angezeigt werden. Ja. So. Werden alle gleich so fordernd. Naja, normal. Wir machen das mit der Dolly, ist eine gute Idee. Das haben wir selten so gemacht und ich denke, dass das eine gute Idee. Das sieht man auch nicht alle Tage. Dolly auf dem Feld. Ja, also ich denke, das kriegen wir schon hin. Also spätestens bis Freitag sollte das Ganze dann halt laufen. Wie ist denn die Qualität so? Ist die am Ruckeln bei euch? Schreibt mal bitte was zu der Qualität. Ist das besser geworden, das Bild, als letztes Mal? Sag mal was dazu. Also daher, dass ich hier sowieso nur auf Mittel gucke, ich habe keine Ruckler. Genau. No, Hut. Dafür muss ich auch stehen. Schöne Grüße zurück an Greg Crazy 1. Wow. Wird schon nach dem ersten Gewinnspiel gefragt. Es wird heute was zu gewinnen geben, ja. Auf jeden Fall wird es heute was zu gewinnen geben. Wir haben hier einen aggressiven Baum. Düp. Ich glaube, ich weiß, wo wir als nächstes mit dem Baumhexer hingehen. Ich muss nochmal kurz reconnecten, mein Spiel hat schon aufgehoben. Okay. Check. Druckluftbremse, hat da Druckluftbremse. Wie heißt der Mod oben links in der Ecke? Das ist der Glanz-Mod. Das ist die Alternative zum Inspektor. Meiner Meinung nach gerade im Multiplayer eine deutlich bessere Alternative, weil es halt unauffällig oben links in der Ecke ist und der Glanz, der komische Inspektor halt mitten in der Mitte da. Und dann hast du immer Probleme mit GPS und bla und Arsch. Nicht so nett. Jana? Der Will Greens Gone 413. Danke dir für dein Follow. Willkommen.